Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight. Wieder mal mit Facecam. Und oh wow, die hat coole Sachen an. Die hat schwarz an. Hab ich gar nicht. Okay, wir drücken mal auf Fertig und schauen, was die Runde für uns in petto hat. Und es ist trotzdem komisch, dass die hat ja die gleiche Jacke an wie ich. Oh, was war das? Was waren diese Geräusche? Ich hoffe, dass wir diese Runde nicht den Rang absteigen auf wieder 17. Ich hatte ja letzte Runde ein paar Zahlendreher. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieser Killer für uns im Petto hat. Ich hoffe, das war jetzt kein schlechtes Zeichen, dass dieses Geräusch. Ich habe auf jeden Fall wieder ein Medikit dabei. So. Und ich sehe gerade niemanden in unserer... Oh nein, ich glaube, die ist ein bisschen buggy, die... Eieiei. Das funktioniert gut. Habt ihr das gehört? Das hört sich mal an wie so eine Katze mit Schnupfen. Das ist aber nicht so gut, wenn ich laufe. Da ich nicht kontrollieren kann, wo genau ich hinlaufe, das ist nicht so gut. Der ist ins Haus reingelaufen. Gehen dann mal hier in die Richtung. Oh, ich hoffe, das berappelt sich gleich noch. Ich finde die schwarze Jacke mega cool. Möchte ich auch haben. Das nervt mich, dass sie immer so wegspringt. So, wo lag die denn? Oh nein, Keller. Der Keller ist hier so ultra tief. Wie ich das letzte Mal gesagt habe. Der ist wirklich sehr, sehr tief. Aber unsichtbar hat er sich nicht wieder gemacht, ne? Da ist schon einer auf dem Weg. Was macht sie? Geht nach oben. Die andere versucht die jetzt zu holen. Komme ich jetzt hier runter? Hier. Alter. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. So weit weg wie möglich. Und einfach nur einen Generator suchen.
ein bisschen nervig. Ich weiß echt nicht. Ich bin schon wieder echt aufgeregt. Das ist nicht gut. Und da ist schon wieder jemand angehauen, aber ich glaube, der hing noch nicht. Es sind doch nur noch zwei. Warum repariere ich eigentlich so schnell? Ach, weil da jemand anders auch war. Schön. Ich denke, ich bin voll der Pro hier. Ich gehe mal näher dran, aber ich glaube, der campt. Hätte sie auch, glaube ich, keinen Fluchtversuch gemacht, wenn er nicht gecampt hätte. Da ist aber direkt ein Generator, den möchte ich gerne machen. Oh Mann, ich mag das nicht, wenn ich Leute zurücklassen muss. Ah, da ist er. Da läuft er. Da läuft er rein. Gibt es nur noch zwei Generatoren? Läuft der jetzt die ganze Zeit die zwei Generatoren ab, der Spasti? Und wie ist er so schnell wieder hingekommen? Kreisen die mich? Wollen die mich verarschen? Lass mich in Ruhe. Das sind diese visuellen Zeichen, glaube ich. Hallo. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich hasse das. Die scheiß Raben. Okay, jetzt sind sie weg. Ich glaube, ich muss einfach nur ein bisschen laufen. Was hat er da gemacht? Habt ihr den da links? Links, links ist ins Haus reingelaufen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, die entkommt. Ich habe jetzt nur rumgechillt. Komm schon. Ich hampel schon wieder rum, ich merke das. Komm schon.
mich wieder unsichtbar gemacht. Also ich könnte jetzt natürlich ein Arsch sein und einfach weglaufen. Da ist sie. Hat mich auch gesehen. Ist aber egal. War der andere. Der andere ist auf jeden Fall schon auf. Was macht der da? Ich meine, der andere ist ja schon auf. Aber es bringt Punkte. Kommst du? Ja. Oh, okay. Hä? Habt ihr das verstanden? Der hat doch neben mir gestanden, oder? Oder hat er mich nicht... Doch, der hat mich doch gesehen. Ich bin doch aufgestanden. Hier Rang 1. GG. Ich weiß es nicht. Was war das für ein Geräusch? So. Okay. Ja. Nehmen wir an, oder? Dann mal kurz die... Upgrade-Punkte verteilen. Und zwar, das wollten wir. Das. Und jetzt 8000. Sehr gut. Der Entitus hat es noch nicht gefunden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Lobby wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Und ja. Girls Power, würde ich sagen. Ich habe immer noch den gleichen, das gleiche Medikit. Oh. Das hat ja super funktioniert. Dann sehen wir uns nochmal gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. Hoffentlich diesmal wirklich. Und mal kurz in die Ausstattung gucken. Ich würde gerne... Ich hätte gerne das... Dass der Nebel verdichtet wird und nicht verringert. Warum will man das denn als Überlebender? So, ich möchte diese schwarze Jacke haben. Wenn ihr wisst, woher die schwarze Jacke ist, dann sagt mir Bescheid. Ich will die unbedingt haben. Das sah so cool aus. Und ich habe gerade gedacht, Macmillan. Ah, okay. Macmillan. Mag ich nicht so gerne. Da, nee. Ist das das mit den Maisfeldern? Wenn ja, dann mag ich es nicht so gerne. Die ist halt so hell. Das hatten wir ja in der letzten Folge schon, wo ich allein war am Ende. Wo ich auf magische Weise die Falltür gefunden habe. Ich habe gerade irgendwie Wortfindungsstörungen. So. Ah, das ist die. Verfallener Kuhstall. Genau die mag ich nicht. Naja, egal. Das kriegen wir auch noch hin. Alter. Der hat mich erschrocken. Das geht schon super los. Bitte bleib weg, bitte bleib weg, bitte bleib weg. Wir tarnen uns hier vor. So, sabotieren es einfach auch.
so unglaublich laut. Wo ist denn jetzt? Da vorne. So. Das Gute ist, auf Rang 17 können wir diesmal nicht abfallen, weil wir ja schon ein Pünktchen von 16 haben. Und wenn wir noch 3 machen. Alter. Das müsste doch bis zum Ende der Karte gehört haben. Ich sehe da den nächsten Generator. Ich gucke immer nach oben. Ich gehe hier lang. Es hört sich immer so an, als ob man auf den zugeht, aber... Ich glaube nicht. Na, das sieht ja nicht so gut aus. Oh, da ist noch eine. Perfekt. Mit den heißen Cowboy-Stiefeln. Hinterher. Bitte, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh nein. Nicht mein Partner. Mir ist aufgefallen, als ich die letzte Folge geschnitten habe, dass ich total auf den Mund auf habe. Aber es ist auch einfach immer so spannend. Was ist das hier? Das habe ich... Das kenne ich gar nicht. Komm her, komm her. So. Was ist das hier? Kenne ich, wie gesagt, nicht. Nehme ich hier raus. So. Was dieses Geräusch ist, weiß ich auch nicht. Oh, an dem wird gearbeitet. Das seht ihr an den Lichtern, die flackern. Ich werde jetzt entdeckt, nur weil der hier den... Ah, okay. Er selber wird entdeckt. Nein. Das ist ultra mies. Okay, der läuft um den herum. In einem relativ erträglichen Radius. Komm runter, komm runter, komm runter. Weg, 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 weg. Herz ist gerade kurz stehen geblieben. Dann helfen wir kurz hier noch weiter. Scheiße.
Okay, sie ist, glaube ich, schon dahin losgelaufen. Na! Ah, gut. Ich hab gedacht, er hätte noch die eine erwischt. Ich weiß nicht ganz voll ernst. Oh, ich habe noch nie 2 Punkte bekommen, übrigens. Ich glaube, jetzt kann man nicht mehr schreiben, ne? Na gut, dann holen wir uns mal eben den Perk, den wundervollen Sprintboost. Was macht er denn? Erstmal haben wir eine Errungenschaft freigeschaltet, geschickt. Und wenn du zu Rennen beginnst, verfalle in einen Sprint mit 150% deiner normalen Laufgeschwindigkeit für maximal 3 Sekunden, eine Erholungsphase von 40 Sekunden. Okay, das ist weniger. Perfekt, was haben wir denn noch hier? Eine Geheimkiste, die ich auch gerne haben würde. 1, 2, 3, 4. Was ist das? Schwarze Salzstatuette. Erhöht das Glück. Keine Ahnung. Wir gehen mal nach oben. Ach. Und 8. Ich habe übrigens auch einen Schlüssel, da kann. Also den. Da kann ich. Ich weiß nicht, kennt ihr den Schlüssel? Da kann man so all diese Sachen dranhängen. Einmal, dass man die Killer-Aura sieht. Schwarzes. Also, wenn man ein schwarzes Schloss öffnet, das habe ich noch nicht gefunden. Ich vermute, man kann damit die. Also, das ist nur Vermutung, das habe ich noch nie gemacht. Die, Falltür aufmachen. Und ja, das ist mit den überlebenden Auren. Dann nochmal überlebenden Auren, da sind halt die Meter verschieden. Und dann Hauptschlüssel, 15 Sekunden Gebrauchsdauer. Das ist halt ganz gut, wenn man hier sowas hat. Und dann der Radius der Aura-Lesefähigkeit, was das ist. 10 Sekunden mehr Gebrauchsdauer. So, der ist eigentlich ganz cool, also vor allen Dingen mit der Killer-Aura-Lesefähigkeit, aber erstmal hat der wirklich nur total wenig Gebrauchszeit und ja, also ich habe Angst, den zu verlieren, wobei die letzten 4 Runden echt gut waren und ja, damit verabschiede ich mich auch für dieses Mal und hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht heute. Und außer, dass wir 2 Mega-Camper-Killer hatten. Aber kann man halt nichts dran machen. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Mach's gut.